Führern von Schleyer wird jetzt von einer Einsatzzentrale gesteuert. Sie ist auf Veranlassung von Bundesinnenminister Mayhofer in der für die Bekämpfung des Terrorismus zuständigen Abteilung des Bundeskriminalamtes in Bonn gebildet worden. In die Fahndung ist auch Interpol jetzt eingeschaltet. Aus der Bevölkerung kommt nach Angaben der Polizei eine Flut von Hinweisen, die in ständigem Einsatz überprüft werden. Im Zusammenhang mit der Fahndung wurde heute im hessischen Bad Soden auch dieses dreistöckige Wohnhaus durchsucht. Etwa 40 Beamte beteiligten sich daran. Die Fahndung fand zwischen 17 und 18 Uhr statt. Von Seiten der hessischen Behörden hieß es, dieses Bundesland sei nicht Schwerpunkt der Fahndung. Eine ähnlich lautende Erklärung hatte am Vormittag auch das Innenministerium in München für das Bundesland Bayern abgegeben. Das Haus in Bad Soden wird vor allem von Studenten bewohnt. An den Grenzübergängen, hier Kupfermühle an der Grenze zu Dänemark, sind die Kontrollen durch den Bundesgrenzschutz erheblich verschärft worden. Das führte zu gründlichen Überprüfungen und längeren Wartezeiten. Es ist jetzt 17.28 Uhr. Vor genau 24 Stunden sind hier in der Vinzenz-Stadtstraße, Ecke Friedrich-Mitt-Straße, die Geschosssalven abgefeuert worden, mit denen die Sicherheitsbeamten und der Fahrer von BDA-Präsident Schleyer niedergestreckt wurden. Seitdem läuft die Fahndung von Schutzpolizei, Kripo und Bundeskriminalamt auf Hochtouren. Wenige Minuten nach Attentat und Entführung war die Einsatzleitstelle im Kölner Polizeipräsidium informiert worden. 4 Minuten später wurde hier die Ringfahndung ausgelöst und gezielt nach dem Entführungsfahrzeug, einem VW-Bus, gesucht. Um 19.42 Uhr gestern Abend, also gut 2 Stunden nach dem Anschlag, konnte das Fahrzeug in der Tiefgarage eines Hochhauses in Köln-Junkersdorf entdeckt werden. In diesem Bus mit dem Kennzeichen KC 3849 war Schleyer verschleppt worden. Unter einem Sitz des Autos hatten die Täter eine Information hinterlassen. Darin war die Aufforderung enthalten, sofort die Fahndung einzustellen, andernfalls werde der Entführte Hans-Martin Schleyer hingerichtet. Konkrete Forderungen der Terroristen standen nicht in dem Brief, der mit RAF, Rote Armee-Fraktion, unterzeichnet war. An seiner Echtheit hegen die Sicherheitsbehörden keinen Zweifel. In einer Wohnung des Hochhauses über der Garage am Wiener Weg Nummer 1 vermutet die Bundesanwaltschaft die Steuerungszentrale dieser Entführung. Die Polizei sprengte heute Nacht um 0.30 Uhr mit 2 Schüssen das Schloss der Wohnungstür, fand die Wohnung selbst aber leer. Am Ort des Attentats hatte die Polizei heute früh gegen 3 Uhr mit ihren Einsatzfahrzeugen den Tathergang rekonstruiert. Dann überließ sie den Männern von der Straßenreinigung das Feld, die alle Spuren mit Wasser und Sand beseitigten. Die Mannschaftswagen der Polizei rückten ab. Seit 11 Uhr heute früh ist der Verkehr in dem Tatortviertel wieder freigegeben. Den Angehörigen der 4 Todesopfer, die das gestrige Attentat auf Arbeitgeber Präsident Schleyer gefordert hat, sprach Bundespräsident Scheel telegrafisch seine Anteilnahme aus. Die Toten sind die 3 Polizeibeamten Reinhold Brändle, Roland Pieler und Helmut Ulmer. Der 4. Tote ist Heinz Martschis. Er war seit mehreren Jahren der Fahrer des Arbeitgeberpräsidenten. Den Häftlingen der Bader-Meinhof-Gruppe und anderer terroristischer Vereinigungen sind kurz nach Bekanntwerden des Mordanschlags von Köln sämtliche Kommunikationsmittel entzogen worden. Sie bekommen weder Zeitungen, noch dürfen sie Fernsehen oder Rundfunk hören. Außerdem wurden ihre Zellen durchsucht. Der harte Kern der Bader-Meinhof-Gruppe wurde in der Stuttgarter Strafanstalt wieder in Einzelhaft genommen. Das Büro des nach Frankreich geflüchteten Terroristenanwaltes Croissant in Stuttgart ist in der vergangenen Nacht erneut durchsucht worden. Dabei wurde eine Reihe von Schriftstücken beschlagnahmt. Aus Paris wird gemeldet, dass die französischen Polizeibehörden jetzt verstärkt nach Croissant fahnden. Gegen den Anwalt liegt ein Haftbefehl vor. Der Wagen von Rechtsanwalt Niverla, der Croissants Anwaltspraxis weiter betrieben hatte, aber inzwischen ebenfalls verhaftet worden ist, wurde in der vergangenen Nacht beschlagnahmt. Der Mordanschlag von Köln und die Entführung Schleyers haben die verhaltenen Diskussionen um Gesetzesänderungen im Kampf gegen Terror und Gewaltverbrechen neuen Auftrieb gegeben. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion verlangte eine zügige Beratung ihrer schon vor der Sommerpause eingebrachten Gesetzentwürfe. Politiker der SPD-FDP-Koalition tragen sich mit dem Gedanken, neue Kompetenzverteilungen bei der Polizei in Bund und Ländern vorzunehmen. Bundesjustizminister Vogel und der FDP-Fraktionsvorsitzende Mischnick forderten eine Zentralisierung und Verschärfung der Fahndung. Die Stellungnahmen der Politiker zu Entführung und vierfachem Mord in Köln sind von Empörung und dem Ruf nach mehr Härte gekennzeichnet. Bundespräsident Scheel sprach von wahnsinnigen Anschlägen unmenschlicher Terroristen. Nach den Worten von Bundestagspräsident Carstens CDU bringen immer mehr Bürger Verständnis dafür, weniger Verständnis.
bringen immer weniger Bürgerverständnis dafür auf, dass der Staat sich nicht hinreichend gegen Terroristen zur Wehr setze. Der SPD-Vorsitzende Brandt hielt den Sympathisanten der Terroristen vor, sie betrieben so wörtlich die Geschäfte der finsteren Reaktion, ja, der Neonazis. Der CDU-Vorsitzende Kohl sprach sich für eine entschlossenere Bekämpfung des Terrorismus aus. Hamburg hat als erstes Bundesland heute beschlossen, die Mittel für Sicherheitsbehörden deutlich aufzustocken. Bürgermeister Klose teilte mit, die zusätzlichen Aufwendungen würden vor allem dem Landesamt für Verfassungsschutz zufließen. Es seien erhebliche personelle Verstärkungen vorgesehen. Unter dem Eindruck der Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Schleyer standen heute auch die ersten getrennten Fraktionssitzungen der Bundestagsparteien nach der Sommerpause in Berlin und in Bonn. Nach eingehenden Aussprachen über die Sicherheitspolitik bereiteten sich die Fraktionen auf die bevorstehenden Parlamentsdebatten über die neuen Steuer- und Konjunkturpläne vor.